Rapper Manuelsen wurde wieder einmal angezeigt und jetzt reicht es ihm auch. Seinen Livestream beginnt er mit den Worten, es gibt nur zwei Leute in der Deutschrap-Szene, die Anzeigen verteilen und zum Anwalt rennen. Der Familienvater war es nicht. Damit macht er direkt zu Beginn klar, es handelt sich hierbei nicht um Bushido. Mit dem Berliner Rapper hat er schon lange keinen öffentlichen Beef mehr. Beste Freunde werden sie in diesem Leben trotzdem nicht mehr. Obwohl Manuelsen in den letzten Wochen extrem ruhig war und sich lieber um seine Musik und sein Geschäft gekümmert hat, holt ihn die Realität wieder ein. Denn sein Ex-Rap-Kumpel Animus fühlt sich scheinbar in seiner neuen Heimat Dubai nicht mehr sicher. Die Worte, die Manuelsen in seinem letzten Livestream vor mehreren Wochen gesagt hat, machen Animus bis heute ein komisches Gefühl im Magen. Aus dem Grund slidet er zur Polizei, wie er es selber beschreibt in seinem Podcast-Interview und zeigt Manuelsen an. Nun spricht der Ruhrpotter Rapper darüber und ist einfach nur genervt von der Gesamtsituation. Schließlich dreht sich alles um die Backpfeife vor 3 Jahren. So offen wie möglich kommunizieren, weil es hat sich was zugetragen. Und zwar wurden wir wieder einmal angezeigt. Ne? Wir wurden wieder einmal angezeigt. Ja, es ist wahr. Wir wurden angezeigt. Ich brauche euch gar nicht zu sagen, von wem. Die Leute wissen es eh schon. So. Es gibt ja offiziell nur 2 Rapper, die so offiziell anzeigen. Der Familienvater war es nicht, halt der andere. Was soll ich euch sagen? Und zwar wurde ich angezeigt wegen Bedrohung. Wegen Bedrohung im Internet. Und, naja, was ich meine? Mr. André Miegel, ne, wird sich der Sache annehmen. Okay, das ist kein Problem. Aber ich möchte auch, dass den zuständigen Behörden mal hier eins klar ist. Okay? Das Einzige, was hier redet, ist ein verletztes Ego. Okay? Ist ein verletzter Stolz und ich weiß nicht mehr, wie ich diese Sorte von Mensch kategorisieren soll. Mir fehlen die Worte. Das ist so, sagt ihr mir, wenn ihr was findet, was diese Art von Mensch beschreibt, dann sagt ihr es mir. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier wird halt probiert, den Jungen ins Gefängnis zu kriegen, ne? Um jeden Preis. Und das ist auch okay. Das ist auch okay. Natürlich habe ich nicht unbedingt Bock drauf, ist ja klar. Ne? Aber so diese Intention von den Menschen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Die Intention von den Menschen, wie die hier so mit jeder Macht zu probieren, nur weil die jetzt eine Rechtsschutzversicherung haben, so den Anwalt da jedes Mal loszuschicken und hier, ja, jetzt müssen wir den da noch einen verbraten und da noch einen reinbraten und da nochmal und da nochmal und da nochmal. So. Das ist so. Ich weiß nicht. Sagt ihr es mir? Ich habe keine Worte mehr dafür. Ich habe echt keine Worte mehr dafür. Die sind echt so. Ich habe da geredet, wurde ich vorgeladen und die sagen mir, ja, hier, da, ihnen steht natürlich auch jeglicher Rechtsweg offen. Sie können natürlich auch gegen Anzeigen und dies und das. Und ich habe gesagt, ich will keine Anzeigen. Ich will niemanden anzeigen. Wen soll ich anzeigen? Walla, Snipe sagt es, ich streite mich mit Geistern. Walla, das sind Geister. Geister. Die,
Die wollen mich ins Gefängnis bringen. Und jetzt sollte auch mal die Berichterstattung, ne, jetzt sollte auch mal die Berichterstattung auch mal fair sein hier. Und auch und jetzt auch mal nicht berichten, ja, Manuel dreht durch oder Manuel rastet aus. Die Berichterstattung in Deutschland sollte auch jetzt mal langsam darüber aufklären, ne, dass das hier ein bisschen, dass das lächerlich ist. Die Scheiße ist lächerlich. Es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Weißt du, was ich meine? Das alles, was aus dieser Ecke kommt, ist einfach nur noch lächerlich. Es war vorher schon lächerlich. Aber jetzt ist es so. Ich weiß nicht. Es ist so. Auch uncool so. Weißt du, es hat nichts Cooles mehr. Weißt du, ich bin jetzt ein besserer Mensch und die Straße ist scheiße. Weißt du, ich meine, das nützt ja alles nichts mehr. Wenn man so ätzend ist. Guck mal, zeig mich an. Mach, tu dies, das. Bring mich ins Gefängnis. Mach, tu, alles kein Problem. Aber du musst diesen Menschen im Spiegel morgens lieben, Bruder. Du musst diesen Menschen im Spiegel lieben, Bruder. Wenn du diesen Menschen im Spiegel nicht liebst, Bruder, kein Wunder, kein Wunder. Kein Wunder, dass du das machst, was du machst, Bruder. Wallah, du kannst mich nicht, Bruder, du kannst mich nicht. Geht nicht. Geht nicht. Du bist nämlich nicht so schlau, wie du denkst, dass du bist. Du siehst auch nicht so gut aus, wie du denkst, dass du tust. Du bist auch nicht so krass talentiert, wie du denkst, dass du bist. Ne? Du bist einfach ein kleinerer Mann als ich. In jeglichen Belangen. In jeglichen Belangen. Und dann kannst du mich noch so oft anzeigen, wie du willst. Du kommst nicht an M.I ran. Kommst du nicht. Kommst du nicht. Und je früher du das akzeptierst, Bruder, desto früher hast du den Frieden in dir selber. Okay? Deine Anzeigen jucken mich nicht. Sie jucken mich einfach nicht. Du musst da sitzen und du musst dir anhören, was ich dir sage. Und wenn dir das nicht passt, dann musst du zum Anwalt rennen. Du musst einen anderen Mann beauftragen, mir zu sagen, dass das falsch ist, was ich mache. Du kannst es nicht selber. So. Kannst du nicht. Ich sag dir warum. Weil du kein Mann bist. So, du bist einfach kein Mann. Du bist 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 auch kein Mann, der eine Familie gegründet hat oder versucht hat zu gründen. Du bist kein Mann, der Kinder auf die Welt gesetzt hat, weil du nicht Manns genug bist. Weil du nicht Manns genug bist. Weil sich auch keine Frau auf dich einlässt. Weil sie irgendwelche Huren bestimmt. Du bist einfach nicht Manns genug. So, du bist auch zu unintelligent fürs Leben. Okay? Und jetzt stell dir vor, Jizza sagt, alles wegen einer Backpfeife macht der Typ, guck mal, was der für 3 Jahre lang für Palaver macht. Ich weiß, guck mal, was der für Palaver macht. Ich schwör's dir. Guck mal, du Halakner, ja, Seleme, du hast uns alle. Du hast uns alle. Bruder, da hast du mal eine Backpfeife gekriegt damals, ja? Meine Fresse, was denn los, ja? La Krallas macht zu, dieses Thema, ja? Jetzt hast du mich wieder angezeigt? Wieder? Wegen Bedrohung. Das ist so die hohlste Anzeige, die man machen kann. Bedrohung. Ich fühle mich bedroht. Ich möchte das anzeigen. Der hat mich böse angeguckt. Das sage ich der Polizei. Mein Gott, Alter, raff dich mal ein bisschen. Mach dich mal ein bisschen kernig, Alter. Mach dich mal ein bisschen Rallas. Okay. Da hast du was vom Kopf gekriegt, bist zur Polizei gerannt, hast Anzeige gemacht, haben wir einen verbraten gekriegt. Okay, komm, ist okay. Komm. Aber jetzt wegen hör doch auf, Alter. Ey, willst du nicht mal irgendwann wieder wie ein Mensch auf die Straße gehen?
Willst du nicht mal irgendwann wieder wie ein Mensch auf die Straße gehen? Willst du nicht, dass die Leute dich angucken und denken, dass sie ein halbwegs ein Mann vor sich haben? Ey, hör doch, es ist doch, irgendwann ist doch mal gut, Alter. Was hast du gemacht, Bruder? Was hast du gemacht, Alter, ja? Der böse Mann hat im Internet was Böses gesagt, das sag ich der Polizei. Komm, ey. Wie dem auch sei. Guck mal, wir lassen uns davon nicht die Laune verderben. Okay? Das ist einfach nur noch lächerlich. Ne? Das ist wirklich, wirklich nur noch lächerlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist wirklich sehr, sehr lächerlich. Und, ja. Jeder sagt mir, schweigt die doch tot, schweigt doch mal. Ich kann nicht totschweigen. Die Leute sollen wissen, die Leute sollen wissen. Die Leute sollen wissen. Was ich meine. Ich bin ein offenes Buch, ich bin offen, ich bin ehrlich, Bruder. So. Das ist wirklich, wirklich der größte Kindergarten in der Deutschrap-Geschichte. Der größte Kindergarten in der Deutschrap-Geschichte. Ein Beef zwischen Negativ-OG und Tilo. Wenn die beide sich beefen würden, das wär mehr Gangster, ne? Das war mehr Gangster und mehr Straße als das, was du hier abziehst. Voilà. Muss ich mich bei Tilo entschuldigen? Ich schwöre auch mal. Tilo ist authentischer als der. Tilo A. Schöne Grüße an Tilo. Und negativ OG. So. Ja, dann, was soll ich euch sagen? Komm bitte, ja. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über das Statement von Manuelsen? Und glaubt ihr, dass Animus versucht, Manuelsen hinter Gittern zu bringen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.